Das ist wunderschön, unbeschreiblich. Jetzt durch das, dass ich vor kurzem erst ins Ziel gefahren bin, kann ich es wahrscheinlich noch gar nicht so in Worte fassen, wie viel das mir das bedeutet oder so. Jetzt fast einen Tag durchgängig am Rad gesessen, 10 Stunden geschlafen dabei. Ich kann das jetzt alles noch schwer einschätzen. Ich bin jetzt die letzten Kilometer am Rad gesessen, teilweise blärt, weil ich mir gedacht habe, unglaublich, jetzt ist es soweit. Ich glaube jetzt nicht, dass wir ein großartiges Wetterglück gehabt haben. Wir haben halt in Kansas das Pech gehabt mit dem Gewitter. Aber ich glaube, das Wetter war auf unserer Seite. Es war trocken, es war halt heiß. Und wir als Team haben einfach sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich bin nur der Fahrer. Also ich bin 8 Tage und 23 Stunden eigentlich am Radl gesessen und hab Bretten da. Und alles andere haben unglaublich großartige Leute rundum mitgemacht. Wenn du das Rennen da fährst und so viel erlebst, durch die Wüste fährst, wo es heiß ist, in die Rocky Mountains super kalt ist, hunderttausende Pickups neben dir vorbeifahren, wo du immer wieder denkst, hoffentlich nimmt mich nicht einer von denen mit. Und von dem her muss ich unendlich dankbar sein, dass das gut gegangen ist und bin jetzt einfach nur froh, dass ich es geschafft habe und dass es vorbei ist. Am meisten freue ich mich eigentlich, wenn wir jetzt dann am Sonntag am Abend heimfliegen und ich wieder bei meiner Familie, beim Paul und bei der Kathi. Ich habe während dem Rennen ein paar Mal überlegt und habe mir gedacht, wie kann man nur so ein Rennen fahren eigentlich, warum tut man sich das an? Aber jetzt kann ich eigentlich sagen, wenn es finanziell möglich ist, wenn die Sponsoren wieder hinter mir stehen, werde ich bald wieder da sein.